Schon gemerkt. Na, jetzt sind da Caves bei das dran. Hä? Was war das? Bist du gestorben? Irgendwas mit einer MHF-Kuh. Die hab ich gar nicht gesehen. Bist du denn überhaupt? Ich komm irgendwie immer wieder am Spawn an. Mein Bett, das ist hinter dir. Irgendwie hat es den Spawnpunkt von meinem Bett nicht akzeptiert. Dann leg dich mal ins Bett. Ist nie so wild. Weil irgendwie kannst du den Spawnpoint hier in dem Modpack nur umändern, wenn es Tag ist. Okay. Du musst halt auf dein Bett dann klicken und dann steht der Spawnpoint Set. Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig erst einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 2, 3, 1, 2, 3. Ich muss auf jeden Fall Dirt hier drin setzen oder andere Blöcke. Das heißt, der muss weg. Da bist du. Der muss hier hin. Dann baue ich hier hinten ein Tor rein. Und du hast keine Grasseeds mehr, richtig? Doch, eins habe ich noch. Nee, das könntest du sparen. Wieso? Ich wüsste eine Möglichkeit, wie man hier drüben Gras hinbekommt, ohne dass du ein Grasseed brauchst. Durch die Pflanze? Nee. Achso, ja, nee, hier rüber machen. Und mit einer Watering könnte ich dir das eben beschleunigen. Ja, ich muss erstmal wieder warten, es stört habe. Ich will erst einmal das Schafsgehege fertig kriegen. Und ich muss die Mauer da größer ziehen. Sonst hupen mir die Viecher drüber. Dein Problem ist dort. Ein Schafsgehege ist noch nicht fertig, sagst du. So und so. Thank you.
Ich gieß mal den Ei gleich bitte deinen großen Spark. Hä, wer wird großen Stark? Du, ich gieß dich jetzt. Oh! Genau, darauf war ich aus. Worauf? Den Drop of Evil. Da ist wieder eine Crap drin. Mockblut ist hier. Das kann in den Mülleimer. Das kommt hier rein. Das ist echt gut sortiert. Ja, aber mittlerweile nimmt das überhand, dass ich nicht mehr weiß, wo ich noch was hinmachen könnte. Brauchst du deine Solarpanel noch? Das ist eine gute Frage. Eigentlich ja, weil ich mir ja noch eine zweite Energiequelle anlege. Neben dem Generator. Claudia, ach, hast... Nee, brauche ich nicht. Okay. Ich hätte sie mir jetzt genommen, wenn du sagtest, du bräuchtest sie überhaupt nicht mehr, aber du willst ja noch eine zweite, also... Ach, du hast übrigens bei deinem Schafsgehege ist nicht weit weg. Weil die Mauer da ist nicht geclaimed. Wie, hä? Das ist doch eigentlich direkt in den Chunks mit drin. Nein. Wenn du F9 drückst. Oh lol. Ja. Oh was, oh lol. Und wenn du dann darüber gehst. Hab ich mich so. Nicht, aber so krass hab ich mich doch gar nicht verbaut. Also, das ist mir vorhin aufgefallen, als ich hier war. Stopp mal. Eins, zwei. Jetzt muss ich von drinnen gucken. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Beim fünften kommt eins, zwei, drei, vier. Nee, ist eigentlich die richtige. Kriegt das denn? Die richtige Größe. Chunks ist 16x16. Ja. Ja, ist nicht so wild, meine Güte. Passiert doch nichts. Ja, und ich habe dir hier mal Gras reingesetzt und das. Oh, danke. Hat, weil ich glaube jetzt nicht, du beschwerst dich, wenn ich dir Erde gebe. Nee. Weil jetzt brauche ich die Erde definitiv für was anderes. Die kommt dann da oben rein. Wir haben so viel Erde. Ich habe gerade einmal unsere Dings, unsere Pflanzen, unsere Earth Dead Essence umgekocht und hatte 3 Stacks Erde. Läuft. Dann kann man dem Mike mal eben ein bisschen Erde spendieren. Auf jeden Fall. Wenn der einem schon eine Kau schenkt. Ach, der hat uns eine Kuh geschenkt? Ja, wir haben die Kau in der Jar. Wir haben bei Tyrox eine gemobst, aber mit meiner, die ich habe, gepaart und ja. Das hört sich doch nach einem fairen Tausch an, Fragezeichen. Ja, Ike hilft uns generell in letzter Zeit immer mal wieder. Okay. Ja, ohne ihn hätten wir zum Beispiel dein Jetpack gar nicht craften können, weil er mir das Dings dafür gegeben hat, das Kupfer. Dafür habe ich ihm ein bisschen später Eisen gegeben, jetzt hat er uns eine Kuh gegeben, dafür gebe ich ihm Erde. Das sind also immer faire Tausche. Tausch? Egal. Enttäuschungen. Hey, meine Ex weiß, dass ich aufnehme und die ruft mich in der Aufnahme an. Ich glaube, mich hackt's. Was passiert, wenn wir hier reinspringen? Hat er Blut in der Schmiede? Nee, hat er nicht. Hab ich das, offen gelassen? Was? Da oben? Ja. Ich dachte, ich hätte das zugebaut. Nee, wenn du mir Slabs dafür gibst, baue ich es eben zu. Hier in der Kiste sind welche. Ich werde so oben drauf zu. Du hast halt nur oben Slabs
drumherum gesetzt. Okay. Shift. Achso, nach oben geht's auch, lol. Wait! Wait! No! Fuck! Was macht ihr denn da oben? Er war in deiner Mob-Farm. Mal gucken, wie oft ich sterben muss. Gar nicht mehr. Ja. Oh shit. Dankeschön. Hier kriegst du den Block Erde kriegst du geschenkt. So. Genau, das hatte ich vor. Ich weiß. Echt? Ja, ich weiß. Ich weiß ja, was er vor. Was hat er vor? Hier oben Drop of Evil reinknallen. Soll ich den hier reinknallen? Weil ich glaube, du kommst hier sonst nicht mehr lebend raus, Ike. Doch, ist ja bloß das Stückchen hier. Ach, du willst nur eins? Ich glaube trotzdem nicht, dass du hier so schnell lebend rauskommst. Na doch, ich gehe da rüber auf die Seite, setz den und dann fahr ich mit dem Fahrstuhl runter. Okay. Wenn du denkst, dass du es überlebst. Was macht der Drop of Evil? Ignoriert jede Art von Mob-Spawns. Die Mob-Beschränkungen für Spawns werden aufgehoben und Party veranstaltet. Ich frage mich, was hier hat perfekt gepasst, ich habe keine Dings mehr. Ich würde an eurer Stelle schon mal wieder runtergehen, rausgehen, die nicht mehr hier so schnell rauskommen. Ja. Weil ich kann einfach nach oben raus. Also ich hab's noch geschafft. Nee. Unter normalen Umständen nicht. Wieso unter normalen Umständen? Ich hab einen Teleportstab. Du hast was? Stuff of Traveling, dann kann ich mich durch Blöcke porten. Oh wow. Ja, ich hab's mal Loot Chest bekommen. Ja, jetzt hab ich eine Mob-Farm, die sich auch lohnt. So, Oskar, du hattest vorhin eine Aufgabe gehabt. Ja, da bin ich auch fast fertig. Jetzt war so ein Drop auf die wichtiger. Ich hab noch 3 Stück! Noch 3? Warte. Ey, warte kurz, Oskar, ich guck mal, wie viel wir noch haben. Wait! Echt jetzt? Ja, ich sehe hier 13. Wait! Okay! Okay, jetzt hab ich Lust, ihn zu setzen. So, wir haben noch 57. Drops of Evil. Ja. Wir haben eine ganze Menge Drops. Und das sind jetzt, glaube ich, noch nicht mal 3. Ich habe nicht alle Kisten durchgeguckt. Also einen Flugcontroller könnte ich dir geben. Ja, den bräuchte ich jetzt. Weil es wäre eigentlich auch fies, wenn ich jetzt am Spawn eben platziere. Naja, ja. Dann setze ich in die... Obwohl, zu euch da kommt ja eh nichts mehr rüber. Später wird ja wieder eine Brücke zu uns rüber gebaut. Wo setze ich den denn hin? Wie viel Erde hat denn der Tyrox bei sich hier? Ich muss mich mal kurz create a new. Wie nennen wir unser Team, Oskar? Wie nennen wir unser Team? Team mega geil. Nein, keine Ahnung, darfst du entscheiden. Warte, Team Helsing. Ich nenn's ja, mach's jetzt erstmal private. Farbe. Gibt's nur eine Farbe. Türkis, aber nicht dieses Türkis, sondern ein richtig schönes Türkis. Ich
Scheiße, ich brauche diese coolen blauen Bären. Wo sind die hin? Die hat mir einer geklaut. Komm, ein Scheiß. Ja, das ist ein vernünftiger. Dann bist du jetzt. Von Helling, du kriegst. Allow Players. Unavailable in Private Mode. Da muss ich dich auf Restricted und dann. Hierfür war eine Sicherung mit 50. 145 sozusagen, ja. Und dann Restricted. Shared Owner. Points. Metroc. Maximum. Ich glaube, unser System wird nie mehr als 1000 brauchen. Weiß ich nicht. Ja, unser Starker-System wird nie mehr als 1000 F brauchen, erstmal. Nein, nicht das Starker-System, nein. Warum haben wir schon 2 Points? Achso, weil das Ding selbst auch als Point zählt. Und dann ein Flux Plug, der hier, das sieht hässlich aus, dann kommt da einfach hier drauf. Helsing kriegt kein Transfer Maximal Limit. Ich stelle den erstmal auf 10k ein. Hier kappen sollte, sollte ich hier keinen Strom verbrauchen, weil er trotzdem Strom über das System bekommt. Richtig, richtig. Ja. Jetzt klappt alles.